So, jetzt grüß den Gentlemen und herzlich willkommen hier zurück zu Mafia 2. Und ja, wem auffällt, hier schaut es irgendwie ein bisschen anders aus als sonst. Weil ich bin woanders. Moment mal. Ich wollte doch eigentlich ursprünglich mal in die Garage gucken. Tja, da hat man schon wieder. Da wird man schon wieder irgendwie cool. Ja, Wagen nehmen ist okay. Komm. Wobei, wir haben ja eigentlich einen Ladenwagen stehen. Naja, ist ja wurscht. Okay. Da hat jemand meine Karre geklaut. Ja, warum nicht? Irgendwie kann ich nicht mehr spielen. Warte, über Rot gibt keine Strafe, oder? Nee, natürlich nicht. Tee. Miep, miep. Da hat jemand ernsthaft meine Karre geklaut. Ja, wieso nicht? Ja, ist okay. Nö, nee, ist okay. Ja. Ben, Augen auf die Straße. Okay, gut. Wir übertreiben. Ein bisschen. Oh, gut, das gibt keine... Da schwitze ich ja schon wieder gleich. Meine Güte. Oh, eigentlich wollte ich das Radio irgendwie ändern, aber ich habe kein... Ja, okay, gut. Dann verpetel dich doch. Nee, ist okay. Ich mache hier A Cappella mit. Und ja, ich weiß, ich sehe nicht gut aus. Alles ist kacke. Und ich hätte da eigentlich links abbiegen müssen. Und jetzt müssen wir rechts abbiegen. Wer es gedacht hätte. Aber, naja, ist ja wurscht. So. Okay, gut. Ja, ich gib's auf. Ich. Willst du. Da passt aber viel rein. Ui. Hey, da kommt er. Hey! Was geht? Hey, Vito. Setz dich. Dankeschön. Ich hab mich mal über Carlos' Geschäfte schlau Carlos. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Nein! Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Das gibt dem es Mann, nicht. Der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Da Vinci Code. Woher weißt du das? Habe ich aus verlässlicher Quelle. Oh. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Verlässlicher Quelle? Nun, was er kann, das können wir auch. Ach. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Ui. Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Okay, und, das und ist gut. Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7.500 Dollar Gewinn pro Kilo. Oh, wow. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Ach so. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Ach so. Nö, ist klar. Wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was? Was wisst ihr zwei über die Tongs? Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Ah. Ja, irgendwie Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Mm. Und die sind wir, klar. Natürlich. Wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Wow. Für wie viel? 35 Riesen. Alter Schwede. Was bringt uns das ein? 110. Uai. Klasse. Okay, aber woher bekommen kann man Geld die 35 verdienen? Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Okay. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Ja, das ist ein guter Stundenlohn. Dafür den Stoff von A nach B zu schaffen. Huh. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ich. Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich die Klugen verkaufen bin das Zeug. Dabei behilflich. Natürlich, so ist das, Riesen. So läuft das. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Oh, seid ihr dabei wow. oder nicht? Klaro. Okay. Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Ja, das ist schon ein bisschen was. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tongs jemand anderen. Die Tongs. Schon, Vito. Das wird ein Kinderspiel. Los, das fahren wir zu Bruno. Das wird immer ein Kinderspiel. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Ja, ist klar. Dann fahren wir. Ich sag's doch. Vito und ich, wir sind eine Seele und eine, Granate. So, das Auto hat leider nur zwei Plätze. Deswegen müssen wir uns einen Platz für zwei finden. Oder einer geht in den Kofferraum. Aber der ist ziemlich klein. Joe wird da nicht reinpassen.
Nein, es war nicht auf sein Körpergewicht jetzt zu schließen, rückzuführen. Wir könnten in den Milchwagen gehen. Nein, könnten wir nicht. Das wäre zwar lustig, aber... Boah, nee, dann ist die Polizei schon wieder. Und die sieht mich natürlich. Ihr kennt doch die Polizei. So. Könnte die dann mal fahren? Boah, dann gehe ich halt noch weiter, ey. Meine Güte. Und es ist ein Zweisitz. Ach, jetzt fährt's natürlich. Nee. Fuck! Mein Gott! So, danke. Nein! Abbrechen! Die Rückgabe! Ich wollte nur mal gucken. Ich wollte mir nur mal das Schloss angucken. Ich bin Schlosser aus Beruf. Verdammte Kacke! So, danke. Meine Güte! Alter Schwede. Ja, was machst du jetzt, LKW? Du willst hier parken, oder? Alles klar. Nee. Okay. So. Endlich. Weg hier. Der Kerl, mit dem wir uns Der heißt Bruno. Und ist einer der wenigen, die so einen großen... Bruno! Was? Wenn er uns das Geld nicht leiht? Ach, wird er schon. Das ist das Geschäft. Keine Angst, ich kenne ihn. Der rückt damit raus. Ja, dann ist er gut. Anderen, von dem wir die Kohle dum. Oh nein, das wird sowas von schief gehen. Nein, danke. Sehr cool. Ist nicht mehr im Geschäft. Oh. Hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht. Ach so, ja dann. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Schon gut. Ist der Typ reich, Henry? Ja, sehr reich. Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ah. Ja? Ohne Scheiß? Krass. Ja. Was? Ich verstehe, manchmal verstehe ich sie. Ja, steig aus. Trauen? Ja, von dem leiht sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückzahlen, gibt es keine Probleme. Was ist los? Alter, was ist euer Problem? Was ist dein verkacktes Problem? So. Kann es mal bitte jemand nochmal zurückspulen? Das war totaler Schwachsinn gerade. Sorry, ernsthaft. Das hatte überhaupt null Sinn gehabt. Da ist es, halt hier an. Naja, ist klar. Darf ich wenigstens mal hier irgendwie ranfahren? Naja, okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir da hinten gehen müssen, oder? Natürlich. Immer hinten rum. Ah, sag ich doch. Sehr cool. Bam! Oh, Schande. Hallo Jungs, wir wollen zu Bruno. Oha. Hi, Henry. Was? Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie nee, da. Ist klar. Ich muss euch durchsuchen. Nee, ist kein Problem. Nö. Wir sind brave Jungs. Oh mein Gott, ein Schnösel. Hi, Bruno. Vor allem der Typ da mit seinen... Mit seinem Scheitel. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Ah. Das ist eine Menge Geld, Henry. Ja. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurgenlogen eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Wir sind cool. Wir sind die Backstreet Boys. Weil wir durch die Hintertür gekommen sind. Nein, und nicht gut. Und worum handelt es sich? Okay. Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Ah, ja. Schade, ne? Dann sind 45 zu wenig. Was? Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. Alter. 50, höchstens. Henry, ich habe keine Garantie, natürlich. Dass ich mein Geld. Und Sie können nirgendwo anders hingehen. Also, Alter. Mit 60. Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. Das ist... 55, letztes Angebot. Oh mein Gott. Wir unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar und ich kriege bis Freitag 55.000. Erhöhen sich um 10.000 pro Woche. Erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar. So kann man auch Geld verdienen, ne? Ja, das kriegen wir schon hin. Sie kriegen es bis Freitag. Sogar bis Donnerstag.
Isaac, Nacht. Mach 35.000 den 20-Dollar-Schein fertig. Jetzt haben wir, wie viel Geld kann man haben, um das jetzt einfach mal hier so... Pff, komm, Sie wissen, hier. Ich vertraue Ihnen, Henry. Geh. Doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus... Ah, Poet. Und mein Zorn wird entbrennen. Und ich werde euch töten, sodass eure Frauen bitte. Ach ja. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Wow, nicht schlecht. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ja. Ein letztes noch. Das Geld gehört das nicht Geld mir. Gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen okay. Dinge, alles klar? Klar. Cool. Wollen Sie nachzählen, Henry? Oh nein. Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen es bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Mit Ihrem Anteil? Viel Glück, Jungs. Dankeschön, Wichser. Pff, was soll denn das? 55, ey. Ja, lach nur so. Okay, gut. Abhauen. Fahre zum Meeresgabellagerhaus. Klar doch. Klar doch. Nee. Na, Jungs, wo sind denn die? Aua, das hat wehgetan sogar. Gott, bitte. Macht keine Schande, Jungs. Ja, so macht man sich schon wieder beliebt. Ich hab euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Ja. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel und auswendig kennen. Roman benutzt immer das gleiche Zitat. Ich gehe sonntags zur Kirche und habe mal den Priester gefragt. Oh, wow. Oh. Gehst in die Kirche? Ja, und du ich sag jetzt gar nichts mehr. Nö. Das ist jetzt ist beschlossene Sache. Du bringst es auf den Punkt. Ich war seit 45 Jahren dort. Hätte ich deine Mutter gezwungen, hat beichten zu gehen? Oh, ey. Ich habe sie auf den Hintern geglotzt. Oh. Joe, wann warst du das letzte Mal? Oh, Schande. Oster. Nicht schlecht. Oster. Ich wusste es. Ich wusste es. Ist dir das jetzt klar geworden? Ich kann euch dann ja Plätze reservieren. Ah, sehr weißt gut. Du, ich habe mal von so einem Kreditherr namens Bruno gehört. Oh ja, muss oh ja. Muss der Typ sein. Ja? Ah. Du kennst doch Mickey den Krebs, oder? Mickey den Krebs? Ist der im Falkern die Klos putzt? Ja, der Typ, was? Der einen Finger und einen Daumen an seiner linken Hand hat. Wohl, weil er einem Typen aus Southport Geld geschickt cool, hat. Ich hab jemanden gerammt und hab keine Schadenserforderung, Nachforderung, Ersatz, Anforderung, keine Ahnung. Uns nicht. So. Hup, hup, mip, mip. So. Ja, wir fahren echt, also... Ich fahre, nicht wir fahren. Ich fahre wie der letzte Pfeifendeckel. Massenkarambolage. Okay, gut, ey. Ah, ja. Oh, oh. Ich weiß nicht. Das riecht für mich. Oh, nein, nein, nein. Wo? Ah, ja, hier. Alles klar. Folge dem Chinesen? Okay. Alles klar. Okay. Kommt mit, Jungs. Aber überlass das Reden hier. Ich kann ihn nicht prügeln. Das geht nicht. Hey, wir haben was mit eurem Boss zu besprechen. Wahrscheinlich verstehen die so wie... Oh, wow. Wow, der ist sogar bekannt. Boah, jetzt hat man doch ein bisschen Respekt. Irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich in dieser Lederjacke nicht so toll. Aber was ich cool finde, ist, dass hier diese Physikeffekte, dass die Jacken so im Wind so. Okay, ich muss aufhören. Ich muss dringend aufhören, hier irgendwelche komischen, bildlichen. Moment mal, hier waren wir doch. Waren wir nicht schon mal da? Die Mission, wo wir da diese. Nee, das war was anderes. Ja, das war was anderes. Ja. Ich glaube, wir müssen zu dieser leuchtenden Tür hingehen. Riecht förmlich danach. Ja. Oh oh. Oh. Konnichiwa. Oh, ich trau dir nicht. Ich trau dich nicht. Ich trau nicht niemanden. Wenn ich ein Spiel gucke, trau ich nicht bei mir selbst. Willkommen, Henry. Wow. Hallo, Mr. Wong. Kranke Kacke. Kommen wir gleich zur Sache. Hat Ihr Koffer das rechte Gewicht? Überzeugen Sie keine mich? Ahnung. In Ordnung, okay. Nehmt es weg. Wo? Und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Hier ist Ihre Handelsware. Verpackt in 10 Beutel.
Oh, jeder wiegt ein Kilo. Krasses Ding. Welchen wollen Sie prüfen? Ah, den da. Sehr cool. Ach so, ich habe gedacht, jetzt wird hier... Oder... Irgendwie sowas. Macht er das jetzt? Zieht er sich jetzt eine Line? Wie das heißt? Wow. Die ist sogar animiert, die Waage. Ziemlich detailliertes Spiel. Und er hat den Pickel. Oh. Alles bestens. Wow. Freut mich. Das nächste Mal kann ich Ihnen die doppelte Menge verdienen. Yo, das wird langsam geil. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Alles klar. Hier wird nicht die Hand gegeben, Mann. Hier wird nur... Und gut ist. Lass den Scheiß. Seht ihr, wie leicht das war? Komm, zum Wagen. Okay, cool. Ja, okay, Jungs, das sehr geil. Hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe. Folge Henry. Gut, wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Alles klar. Mission wird ja super easy. Super easy einfach. Riech ich schon. Oh, das ist gar nicht gut. Meine Herren, scheiße, eine Falle. Ich glaube, Sie haben da was oh. für uns. Stellen Sie die Koffer an. Oh. Schöne Schuhe. Oh. Moment mal, das sind gar keine Bullen. Leg sie um, Jungs. Alter. Schieß sie doch. Ernsthaft? Sie ernsthaft? Stirb, stirb. Hä? Da oh, oh. Nein. Gemacht. Yo. Wo sind denn hier Waffen zum Aufnehmen? Waffen, Waffen. Okay, okay, gut. Nee, ist okay. Okay, ja. Ja, stirb, stirb. Hä? Wie jetzt? Ach so. Ah, sehr gut. Oh, oh. Hallo? Hallo? Oh nein, nein, nein. Wie tritt die Tür ein? Warum ich? Nein, ich tritt nicht die Tür ein. Diesmal machen wir sie ganz normal auf. Oh, Schande. Oh nein, oh nein. Oh nein. Okay, wisst ihr was? Wir machen hier ganz kurz Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Mafia 2 mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute auf Wiedersehen. Tschüssi!